Hallo und willkommen bei LiveTech.de. Dies ist das Testvideo des mobilen Zusatzakkus von Maxell für alle Smartphones und Tablets. Obwohl Handy-Akkus immer besser werden, haben die meisten trotzdem immer noch Probleme, mit einer Akkuladung durch den Tag zu kommen, vor allem wenn das Handy oft genutzt wird. Mit dem Zusatzakku von Maxell kann dieses Problem behoben werden, da man mit diesem den Handy-Akku ein- bis dreimal aufladen kann. Die Powerbank von Maxell kommt in einer durchsichtigen Verpackung, durch die man noch vor dem Auspacken einen Blick auf den Akku werfen kann. Zudem werden ein Ladekabel für den Akku und eine Beschreibung zu dem Gerät mitgeliefert. Der Akku hat ein relativ schlichtes Design. Auf der Vorderseite finden wir lediglich das Maxell-Logo, die Angabe der Akkukapazität und eine Anzeige, über die man erfährt, wie der Ladezustand des Akkus ist. Die Anzeige zeigt den Ladezustand mit 5 Leuchten an, die jeweils für ein Fünftel der Ladekapazität stehen. Um Geräte anzuschließen, befindet sich an der Oberseite des Akkus ein USB-Anschluss, über den alle Geräte angeschlossen werden können, die über USB-Kabel geladen werden können. Man muss lediglich das USB-Ladekabel für das entsprechende Gerät anschließen. Direkt daneben befindet sich ein Micro-USB-Anschluss, über den der Akku geladen werden kann. Das Aufladen der Handys geht auch relativ schnell, sodass man sein Handy relativ schnell wieder benutzen kann. Da der Akku eine Kapazität von 2800 mAh hat, kann zum Beispiel ein iPhone fast zweimal aufgeladen werden. Andere Handys mit kleineren Akkus können sogar zwei- bis dreimal geladen werden. Somit hat man unterwegs immer die Sicherheit, dass man den Akku von seinem Handy aufladen kann, wenn einem mal der Saft ausgeht. Dadurch kommen auch Leute, die ihr Handy sehr oft benutzen, ohne Probleme durch den Tag. Die Maxell Powerbank mit 2800 mAh ist auf der Webseite von Maxell oder auf Amazon erhältlich. Die entsprechenden Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war LiveTech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.